Das Familienhaus Magdeburg freut sich über eine großzügige finanzielle Zuwendung für die Arbeit der gemeinnützigen Einrichtung. Am 3. Juli um 10 Uhr übergab der frühere Vorstandsvorsitzende der ÖSA Versicherungen, Herr Peter Agrim, einen Scheck an die Geschäftsführer Frau Marina Wölk und Herrn Thorsten Giefers. Herr Agrim hatte bei seiner Verabschiedung um Geldspenden für das Familienhaus anstatt persönlicher Abschiedsgeschenke gebeten. Wegen der Corona-Beschränkungen konnte die Übergabe erst jetzt stattfinden. Bei der Gelegenheit wollten wir herausfinden, wie das Familienhaus mit der aktuellen Situation umgeht. Herr Giefers, können Sie kurz was zu der aktuellen Situation im Familienhaus sagen? Wie ist das jetzt momentan? Kann man herkommen? Wie organisieren Sie das? Ja, man kann auf jeden Fall herkommen. Also wir hatten ja auch einen Lockdown und haben dann sukzessiv wieder hochgefahren. Das heißt, erst das Café durfte aufmachen, dann durfte der Spielplatz aufmachen und zum Schluss durfte jetzt das ganze Haus aufmachen. Und unter den Sicherheits- und Hygienestandards, die das Land vorschreibt, haben wir jetzt offen und freuen uns über die Besucher. Und das wird auch rege angenommen, muss man sagen. Wie war ansonsten die Situation? Sicherlich sehr schwierig mit dem Lockdown. Ja, es war sehr schwierig. Wir haben dann das Beste rausgemacht, haben kurzfristig umgeswitcht und haben gesagt, wir wollen aber weiter in Kontakt bleiben mit unseren Gästen und sind viel in den Online-Bereich gegangen und haben neue Formate entwickelt, haben eine Talkshow gemacht zweimal die Woche und diverse andere Dinge, wo wir einfach nochmal Infos, die wir sonst in der Familienbildung kundtun, ja, und dann einfach über YouTube, Facebook oder Instagram verbreitet haben. Haben Sie vielleicht auch Beratungsangebote jetzt erweitert oder so? Haben Sie da auch, ja, sicherlich weiterhin offenes Ohr? Naja, insbesondere, wir haben ja den Bereich Migrationsberatung und da ist der Bedarf schon sehr hoch durch den Lockdown. Alle Behörden waren zu, jetzt geht es alles wieder los, kamen schon die mit Bündeln von Briefen an, die Kunden, und versuchten dann hier Hilfe zu kriegen. Und die haben wir natürlich auch gerne geleistet, haben da extra noch jemanden dazugeholt, der das zusätzlich unterstützt, damit dann einfach auch zeitnah Hilfe geleistet werden kann. Heute gab es ja einen Spendencheck. Können Sie vielleicht mal so den Hintergrund sagen von der ÖSA? Es war ja nicht direkt von der ÖSA, sondern von einem Mitarbeiter, vielleicht so ganz kurz mal. Ja, Herr Algrim ist ja der jetzt ehemalige Chef der ÖSA. Der hat uns als Privatperson mit seiner Frau schon viele Jahre unterstützt, also dass sie jeden Monat etwas Geld überweisen, und es ist eine erträgliche Summe über die Jahre zusammengekommen. Und er hat das jetzt nochmal unterstützt, indem er bei seinem Abschied keine Blumen haben wollte, sondern gesagt hat, Mensch, spendet doch lieber fürs Familienhaus, das ist gut angelegt. Und dabei ist eine tolle Summe von 10.400 Euro zusammengekommen. Wie wird das Geld jetzt eingesetzt fürs Familienhaus, so im Groben? Naja, im Groben ist es so, dass wir natürlich, viele unserer Projekte sind so, dass sie Eigenmittel brauchen. Wir kriegen halt nie die volle Finanzierung, sondern wir sind immer auf Spenden angewiesen, damit wir diese Angebote machen können. Der ganze Spielplatz hier ist spendenfinanziert und es gibt immer wieder neue Ideen. Und wir betreuen ja auch über das Jugendamt 100 Familien hier in Magdeburg und im Landkreis Börde in teils sehr schwierigen Lebenslagen. Auch da ist es so, dass wir manchmal mit kleinen Dingen aushelfen, da wo die Not am größten ist. Ist das Geld also gut eingesetzt? Im Familienhaus ist das Geld immer gut eingesetzt. Und das kann ja jeder hier auch sehen, was wir in den letzten jetzt schon 7 Jahren geschaffen haben hier an dem Haus. Und die Organisation gibt es schon seit 14 Jahren. Und wie gesagt, wir haben schon hunderte von Familien in schwierigen Lebenssituationen begleitet und sind hier eine Heimat für alle anderen auch, die vielleicht aktuell keine Probleme haben, sondern einfach ein schönes Familienleben suchen. Das ist ein schönes Schlusswort. Dann danke ich Ihnen.